Willkommen auf unserem YouTube-Channel. Mein Name ist Stefan Andrewitsch, Geschäftsführer des gleichnamigen Kunsthandels in Wien. Ich begrüße Sie heute etwa 90 Kilometer westlich von Prag aus Pilsen. Die Biertrinker unter Ihnen werden die Stadt kennen und bin hier in einer der schönsten Uhrensammlungen Böhmens. Darf Ihnen heute eine ganz besondere Laternenuhr präsentieren. Es ist eine ebonisierte, eine der typischen Uhren des Matrias Vibral mit einem Doppelgewicht, mit einem Messingpendel, Scherengang und der für Vibral typischen seitlich randrierten, feuervergoldeten Lünette. Ich datiere die Uhr etwa um 1805 bis 10, würde man meinen, sie ist sogar an der Rückseite der Platine, hat sie eine Ritzgravur und ist 1818 datiert. Matthias Vibral wurde 1777 in Hodolin, heute ein Stadtteil von Olmütz, geboren. Das war damals ein kleines Dorf. Wurde 1799 in Brünn im Alter von nur 22 Jahren Landmeister und dürfte dann einige Jahre später oder kurz darauf, wir wissen es nicht genau, nach Wien verzogen sein, ausgewandert. Er hat zuerst in der Wollzeile 12 gelebt, das Haus steht nicht mehr, und später dann in der Praterstraße 35, dieses Haus steht sehr wohl noch. Er ist 1823 im Alter von 46 Jahren an Bauchwassersucht verstorben und wurde, wie damals üblich, am letzten, heute noch bestehenden Biedermeier-Friedhof, dem Friedhof St. Marx, bestattet. Wenn Sie mehr über diese Uhr und detaillierte Bilder sehen wollen und erfahren wollen, besuchen Sie uns auf unserer Website unter www.andrewitsch.com oder in unserer Galerie in der Stallburggasse 12 im Herzen Wiens.